Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Ich hole mir gleich die Karten ab, verschaffe mir einen Überblick und dann gehen wir in die Legung. Bis gleich. Also schön. Ein wundervolles Thema, eine wundervolle Aussicht wieder. Es geht hier um die Vorwärtsbewegung, es geht hier um die Wahrnehmung. Ich habe hier die Seelenverbindung drin. Seelenverbindung natürlich jeglicher Art, okay? Die Seelenverbindung zur Dualseele, Twin Flame, zum Wunschpartner. Seelenverbindungen können natürlich auch in der Familie vorhanden sein, im Freundeskreis, ja? Spür dich da bitte selbst rein. Es geht hier um ein Erwachen, es geht hier um den Aufstieg, es geht hier darum, dass gewisse Dinge schon losgelassen wurden, verarbeitet wurden, in die Heilung gehen durften. Wundervoll. Ihr habt, das spüre ich jetzt hier mit rein, ihr habt wirklich sehr, sehr viel an euch gearbeitet, sehr schön an euch gearbeitet. Hier ist Transformation geschehen. Ja. Wir hatten jetzt mit dem Vollmond, hatten wir in gewissen Themen, in gewissen Situationen einen Abschluss. Das ist jetzt der nächste Schritt. Das ist jetzt der nächste Schritt in die Zukunft. Wo will ich hin? Wer will ich sein? Ja. Hier ist Manifestation geschehen. Und sollte das bei dir jetzt aktuell noch nicht zutreffen, dann kommt das hier noch auf dich zu. Die eigene Richtung wählen und die nächsten Schritte auch auf dem eigenen Weg in die eigene Richtung führen. Die Wahrnehmung erweitern, das Bewusstsein erweitern, die Wahrnehmung auch der Seelenverbindung. Seelenverbindung ist natürlich ein Begriff, der in gewisser Hinsicht auch begrenzend und einschränkend wirken kann. Ja? Weil ich rede immer davon, alles ist mit allem verbunden. Das heißt, es besteht keine Trennung zwischen dem Universum, der Erde, zwischen Mensch und Mensch, Tier und Mensch, Pflanze und Tier oder dergleichen. Ja, alles ist energetisch miteinander verbunden, alles ist Schwingung. Das heißt, man hat nicht unbedingt nur eine Seelenverbindung jetzt zu seinem Wunschpartner zum Beispiel oder zu seinem Partner. Ja, die Seelenverbindung hat man mit so ziemlich jedem Menschen, grob gesagt. Ja, hier vielleicht ein bisschen enger, hier vielleicht ein bisschen gestört. Hier meint man vielleicht, besteht überhaupt nicht, aber man spiegelt sich halt eben in den Schattenseiten zum Beispiel. Ja, aber so gesehen, die Verbindung, die eigentliche Seelenverbindung, hat man quasi mit allem und mit jedem, das existiert. Hier geht es darum, anzukommen in einem oder an einem bestimmten Zwischenziel. Wann sind wir schon endgültig angekommen? Ja, das ist, wir arbeiten uns quasi von Zwischenziel zu Zwischenziel. Ja, somit können wir uns immer wieder neu entscheiden, in welche Richtung wir vorangehen oder ob wir tatsächlich auch einfach nur mal stehen bleiben, ja, und das Aktuelle genießen. Hier geht es darum, die Stabilität zu finden, die notwendige eigene Stabilität. Nicht jetzt unbedingt die Stabilität in der Partnerschaft, in der Seelenverbindung, dieses mit dem Einfluss der Bedürftigkeit, ja, ich bin nur ganz, wenn du bei mir bist. Nein, hier geht es um deine eigene persönliche Balance, das Gleichgewicht, die Stabilität, dein Fundament, ja, auf dem du dich bewegst, immerwährend. In der Liebe, als Teil der Liebe
und mit der Liebe. Du kannst lieben, du kannst jeden lieben, du kannst alles lieben. Liebe ist bedingungslos und Liebe ist frei. Wenn du hier deine Stabilität erreicht hast, dein Fundament, dein eigenes Fundament aufgebaut hast, dann bist du an einem Punkt angelangt, da brauchst du nicht mehr die Zuneigung, die Aufmerksamkeit, die Liebe eines anderen Menschen. Ich umschreibe das jetzt so, ja, aber das ist dein Weg. Hier geht es weiter, hier geht es vorwärts. Hier geht es in eine höhere Ebene oder auf eine höhere Ebene. Das Ruhen in sich selbst, in seiner eigenen Kraft, die Erkenntnis, dass ich selbst meine eigene Kraft bin. Alles andere, das Schöne drumherum, ja, das gemeinsame Beschreiten eines Weges, das kommt dann quasi noch als Praline mit obendrauf, ja. Die Zusammenkunft verschiedener Dualseelenpaare, die Wiedervereinigung von alten Seelenverbindungen, wo vielleicht schon ganz lange Zeit kein Kontakt mehr bestand, zum Beispiel. Hier geht es darum, um die ständige Arbeit an sich selbst. Das hat so einen schweren Beigeschmack. Ja. Die Arbeit an sich selbst ist nicht unbedingt nur ein gewisses Ackern. Je höher dein Bewusstsein wird, das du erlangst, desto leichter wird auch die Arbeit an dir selbst oder beziehungsweise desto flüssiger. Ja, natürlich. Ein Auf und Ab, ja, das Leben ist eine Berg- und Talfahrt, sage ich jetzt mal, eine Achterbahnfahrt. Dennoch gehst du hier mit einer ganz anderen Leichtigkeit dran, ja. Diese erdrückende Schwere schwindet mehr und mehr, dieses Steckenbleiben, Stagnieren in einer Sackgasse. Wer weiß, vielleicht wird es überhaupt nicht mehr da sein. Und wenn, dann nicht mehr von dieser Dauer, wie wir es bisher kannten, ist natürlich von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Ja, ihr Lieben, spürt euch da bitte rein. Ich hoffe, ihr könnt diese große Kraft, diese große Erkenntnis empfangen, weil das ist das, womit wir arbeiten können, ja, unser ureigenes Bewusstsein, unser eigenständiges Denken, unser eigenständiges Fühlen, das ist die große Kraft in uns. Du schaust hier in die Zukunft. Ich habe die Karten wieder so schön hingelegt, also unbeabsichtigt, aber dieses Trio, das passt gerade so perfekt. Hier unterm Deck liegt nämlich der Beschützer oder die Beschützer, ja, die hier auf uns herabschauen und uns verständlich machen, egal in welche Richtung du gehst, es ist der richtige Weg, denn es ist dein Weg und wir sind hier, um dich zu stützen, ja. Also wir, ich, Gott, das Universum, was auch immer es für dich sein mag. Du säst die Samen immer wieder, das ist ein fortwährender Prozess und du schaust zu, wie diese Samen wachsen und gedeihen und du erntest, ja, du erntest immer, was du säst, sei es jetzt in dir selbst oder im Außen, ja, das ist sowohl als auch. Hier haben wir die Sonne liegen. Das ist die Strahlkraft, die Wärme, der Optimismus, das große Glück, der Erfolg. Ja, hier geht es in eine goldene Zukunft. Ich weiß, diese Worte hören sich so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig an. Ja, wir wissen alle, es ist nicht, das Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das ist der Ausblick,
Wenn du dir hier dein Fundament erschaffst, wenn du in die Liebe gehst, da muss ich ganz kurz nochmal die Angst mit dazu nehmen. Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass man in gewissen Entscheidungsfragen oder in gewissen Lebenssituationen aus Angst oder aus Liebe handelt. Ja? Die Angst ist ja dieses zurückhaltende, stagnierende, handlungsunfähig machende Handeln. Wie hört sich das denn an? Okay. Und das liebevolle Handeln, der liebevolle Fortschritt ist dieses öffnende, dieses offenbarende, dieses erweiternde Handeln. Und wenn du dich immer und immer wieder in diesen Bewusstseinszustand bringen kannst, dann ist es nun mal ein Fakt, dass du hier eine goldene Zukunft vor deinen Augen hast. Trotz aller Schwierigkeiten, die eventuell noch auf dich zukommen, ja, trotz dieser ganzen Herausforderungen und Prüfungen, die wir noch durchleben. Dennoch geht es hier wie eine Treppe nach oben, ja, vom Aufstieg her. Du betrittst immer und immer wieder die nächsthöhere Ebene. Nach jeder Krise, nach jeder dunklen Phase, nach jeder Niederlage. Verirrt in den Ruinen der Vergangenheit, finde den Weg ins Jetzt und lebe. Ja? Die aktuelle Zeit zeigt uns mehr denn je, wie wertvoll Dinge sind, die wir vorher vielleicht noch nicht beachtet hatten oder nicht in der Gewichtigkeit. Wir verstehen immer mehr und mehr, wie wichtig es ist, weiterzugehen. Nicht festzuhalten an der Vergangenheit oder an vergangenen Situationen. Wie wichtig es ist, die eigenen Schatten aufzuarbeiten und in die Heilung zu bringen, sodass sie uns nicht länger in der Tiefe, im Leid, im Schmerz festhalten. Diese alten Ruinen, dieses Labyrinth, in denen wir zwischenzeitlich so gerne verharren, uns vielleicht im Selbstmitleid suhlen, uns in diesem Mangelbewusstsein, in einer gewissen Opferhaltung befinden, was natürlich sein darf, das ist auch Teil des Ganzen. Die Frage ist nur, wie lange bleibe ich hier drin? Wie lange bleibe ich in diesem Zustand verhaftet? Wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Nach vorne? Oder zurück. Wandle auf der Brücke des Glücks. Sie führt dich über die Untiefen deiner Emotionen einfach hinweg. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wir haben hier die 42, ja, die 6, also die Liebe. Die Selbstliebe und die Liebe, die allumfassende Liebe natürlich auch nach außen, ja, wie im Innen, so im Außen. Alles ist mit allem verbunden. Ich kann mich nur immer und immer wieder wiederholen. Wir haben hier die Zahl 18, also in der Quersumme die 9. Diese Karte stellt für mich gerade die 9 der Kelche dar, ja, auf dem Weg in die Überfülle, durch das Leben im Hier und Jetzt, auf dem Weg in die Unabhängigkeit, in die emotionale Unabhängigkeit. Ja? Warum? Weil wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wie großartig ich bin, dann brauche ich diese Bestätigung nicht mehr im Außen. Das Gesetz der Resonanz, ja. Dann wiederum ziehe ich natürlich auch
alles damit Verbundene an. Ich gehe selbst in die Wunscherfüllung, weil ich dazu in der Lage bin, mir meine Wünsche zu erfüllen. Ja? Ich brauche keine andere Person in meinem Leben, die mir diese Wünsche erfüllt, weil eine Person im Außen kann diese Fülle nicht in mir einbringen. Nicht auf diese Art und Weise. Es ist ein gemeinsames Gehen des Weges. Ein Miteinander. Ein Kann, aber nicht Muss. Die Geburt deines Innersten. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.